Eigentlich ist es ein perfekter Tag in Brasilien. Die Sonne scheint, aber die Italiener, auch in Brasilien, sie leiden. Denn Italien ist ausgeschieden und wir haben den einzigen Pizzabäcker in ganz Porto Seguro gefunden. Michela, Michela, how are you? How do you feel? Italy is out. I'm very sad, Christopher. The game is horrible, is terrible. Everybody playing not good and I'm very sad. Katastrophe Italiana. Katastrophe Italiana, also eine italienische Katastrophe. Was kann man denn dagegen tun? What can you do now against the Katastrophe Italiana? Now the best is going to the restaurant, Christopher, and eating all together spaghetti Italianos for you and for your equipe in the sky. Also, das sind sie, die Italiener. Wenn es ganz schlimm ist, was hilft, was wärmt das Herz? Eine gute Portion Nudeln. Und die werden wir jetzt mal kochen. Mettiamo la sauce. Ah, Michele, das sieht wunderbar aus. Christopher, this pasta is very better from Italian team. Das glaube ich, dass diese Pasta besser schmeckt, als wie die Italiener Fußball gespielt haben. Dann wollen wir die auch direkt mal probieren. Ja. Arrabbiata. Arrabbiata, also schön scharf, so wie die Italiener es lieben. Und wir natürlich auch. Aber, Michele, jetzt muss ich dir sagen, I have to tell you, Italy is out and now Germany becomes the world champion. Yeah, I think it's better for Germany because Italy go outside and now you winner, no? Because Italia is not problem now. Also, wenn die Italiener uns schon viel Glück wünschen, dann kann doch bei der WM eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Für Sie vor Ort in Brasilien, Christopher Limberopoulos für Sky Sport News HD.